Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören den Deutschen Rundfunk. Wir befinden uns gerade in Vertania City und verfolgen Trainer Roth dabei, wie er in Kanto seinen achten Orden holen will. Derzeit wird er von einem Trainer mit einem fulminanten Kampfspruch angegangen. Pokémon und ich, wir machen wundervolle Musik zusammen. Darauf weiß Roth nichts zu sagen, das war einfach zu wortgewandt von diesem Tamer Jason mit seinem Rihorn. Wenn Sie sich erinnern, wir haben neulich Trainer Roth dabei verfolgt, wie er eine Legende des Pokémon-Verbandes besiegt hat, den Angler mit 6 Carpador. Es war ein unglaublich emotionaler und fesselnder Kampf. Es sah lange so aus, als würde der Angler mit seinen 6 Carpador die Oberhand behalten, aber letzten Endes konnte Trainer Roth diesen Kampf noch für sich entscheiden. Wir sind immer noch alle davon erstaunt. Auch diesen Kampf konnte Trainer Roth für sich entscheiden. Mit seinem Rouge Psystrahl einfach zu effektiv. Du bist in perfekter Harmonie. Ich bin erstaunt, was die Leute teilweise hier für unglaubliche Eloquenz aufblitzen lassen. Das habe ich selten in meinem Leben so erlebt. Der wahrlich Talentierte gewinnt mit Stil. Ein Spruch wie aus dem Lehrbuch geschnitten. Das könnte wirklich pure Philosophie sein, pure Poesie. Cool Trainer Warren. Ich meine, wer sich den Titel eines Cool Trainers erarbeitet hat, der muss ja wirklich was im Leben erreicht haben. Wir haben mal die Statistiken beider Trainer aufgelistet, rausgefunden, nachgegoogelt. Bei Cool Trainer Warren haben wir keine Kämpfe bis zum jetzigen Zeitpunkt und die meiste Zeit seines Lebens verbringt er scheinbar damit, in Arenen auf Trainer zu warten, die ihn bekämpfen wollen. Bis jetzt hat einfach jeder ihn ignoriert und ist direkt zum Arenaleiter gegangen. Also sein Leben ist von vielen Rückschlägen gezeichnet worden. Bei Trainer Roth sieht das dagegen schon ganz anders aus. Wir haben hier eine kleine Liste. Gefühlte 7 Millionen Kämpfe, keine einzige Niederlage, nur Siege. Eine beeindruckende Bilanz. Und diese Serie möchte er natürlich sehr gerne hier fortsetzen. Wir haben uns auch mal die Pokémon beider angeschaut. Da haben wir auf der Seite von Cool Trainer Warren überwiegend Bogen-Pokémon. Natürlich jetzt Rihorn, Idorina. Und das erste habe ich auch schon wieder vergessen, was das war. Und auf der anderen Seite Trainer Roth, 6 Habitax, 2 Tauburgas, noch ein Taubsi. Man fragt sich immer, warum ist er sein ganzes Leben lang nicht einfach auf Route 20 oder so gegangen und hat sein Leben als Vogelfänger weiter gefristet. Also es ist eigentlich ein Rätsel, dass er mit solch schlechten Pokémon, wie er in seiner ersten Startformation hat, sich wirklich durch Kanto kämpft und durch 8 Ordner kämpfen will, aber man sieht da, mit genug Glauben und genug Willen ist wirklich alles möglich. Oh, und sein Relaxo musste einen schweren Treffer einstecken. Aber es hat überlebt und wurde vergiftet. Mein Gott, es wurde vergiftet. Ist die Freude nicht groß, meine Damen und Herren? Ich glaube, Trainer Roth freut sich genauso wie der Typ, der Trainer Roth spielt. Ja. Und er wechselt zu Arctos, seinem stärksten Vogel-Pokémon. Ja, Sie sehen richtig, er hat so viele Vogel-Pokémon. Warum zur Hölle ist er normaler Trainer geworden? Warum ist er nicht nach Johto gegangen und hat sich in diese beschissene erste Arena gestellt? Die Vogel-Arena. Und hätte mit seinen 6 Habitax... Ich habe meinen Verstand verloren. Das freut mich für dich. Ach ja. Trainer Roth denkt daran, dass sein Pokémon vergiftet ist und eilt natürlich sofort mit einem Antidot zu ihm hin, ihr hin, deine Mutter, um es zu heilen und dann natürlich noch eine gute alte Limonade auf die schönen Zeiten anstoßen.
Weiter geht's mit diesem Kampftrainer hier. Was hast du rot zu sagen? Ich bin der Karatekönig. Dein Schicksal ruht mit mir. Meine Fresse, diese Karate-Trainer haben keine Schulbildung genossen. So viel ist sicher. Wir schauen mal schnell auf seine Statistiken. Ich habe richtig geraten, nach der zweiten Klasse die Schule abgebrochen und sich dann in eine Arena gestellt, um dort auf Trainer zu warten. Irgendwie ereilt dieses Schicksal viele Pokémon-Trainer heutzutage. Es ist wirklich erstaunlich. Die meisten Kinder lassen einfach die Schulbildung sein und brechen mit 10 Jahren aus ihrer Heimatstadt auf, lassen Familie zurück, lassen eine alleinerziehende Mutter zurück und trainieren stattdessen Pokémon und wollen Pokémon-Meister werden. Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie viele Kinder asozial in die Welt herausgehen und sich nichts weiter bei ihren Aktionen denken. Oh mein Gott, du hast dein ganzes Leben lang trainiert, um 3 Machollos zu haben, im Prinzip, als 2 davon entwickelt. Du hast mich schwer beeindruckt. Trainer Rot ist schwer beeindruckt, wollte ich natürlich sagen. Schwarzgurt... Ah, ja! Dieser Trainer hat so wenig Schulbildung genossen, dass er nicht mehr richtig sprechen kann. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Davon lässt sich Trainer Rot natürlich nicht beeindrucken und geht nach links und kreiselt dabei wie ein Blöder. Deine Pokémon werden kauern bei Dingen, die ich nicht übersetzen kann. Tamer Cole setzt sein Arbok ein in einer verschissenen Bodenarena. Mein Gott, ihr habt euer Lebensziel erreicht. Wenn du Gift-Pokémon hättest einsetzen wollen, warum bist du dann nicht in die verschissene Gift-Arena gegangen in Fuchsania City? Viele Trainer haben so wenig Schulbildung, dass sie nicht mal ein Gift-Pokémon von einem Boden-Pokémon unterscheiden können. Wie jeder weiß, leben Schlangen in der Erde, kommen nur selten raus und sind natürlich nicht giftig. Tamer Cole pisst Trainer Rot richtig schön an mit seiner verfickten Bissscheiße, mit der Tatsache, dass er paralysiert ist, mit der Tatsache, dass er ihn vergiften wollte. Und wir Trainer Rot wechselt auf sein Kampf-Pokémon, das er lange nicht mehr eingesetzt hat, Sasquatch, eines seiner ersten Pokémon, das er sich jemals gefangen hat, und wird jetzt so richtig die Scheiße aus diesem Tauros rauskloppen. Mit einem Karate-Chop. Oder auch nicht. Der Kampf bleibt weiterhin spannend, denn jetzt schaut Tauros Sasquatch böse an. Und wie wir alle wissen, senkt das die Geschwindigkeit erheblich. Währenddessen legt sich Tauros schlafen und lässt sich, während es schläft, zu Brei kloppen. Eine äußerst beliebte Taktik, die oft angewandt wird. Und so entscheidet auch entscheidet Rot auch diesen Kampf für sich. Youch! Whip Slash! Lash! Whip! Peitschenhieb! Keine Ahnung, meine Freunde. Ein weiterer Schwarzgürtel, der darauf wartet, besiegt zu werden. Auch wenn natürlich immer die kleine Wahrscheinlichkeit besteht, dass Trainer Rot einen Kampf nicht für sich entscheidet. Was in 7 Jahren nie passiert ist. Karate ist die ultimative Form der Martial Arts. Ja, das kann ich eben mal nachgoogeln. Nein, der Trainer lügt, glaubt ihm kein Wort. Rocky Balboa ist die ultimative Form der Martial Arts. Wenn ihr Rocky 4 gesehen habt, in dem Kampf gegen diesen Russen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Das war ein Martial Arts. Scheißt auf Karate. Karate ist was für Faggots wie Jackie Chan. wo war ich stehen geblieben? Ein Marshall Level 43, dafür hat er sein Leben lang trainiert und es wird elendig zugrunde gerichtet. Halleluja. Ei, ja, und wieder sehen wir ein Opfer der miserablen Schulbildung in Kanto. Einer, der sich nicht richtig artikulieren kann. Sowas kommt ja nicht allzu oft vor, nicht wahr? So. Britannia Arena war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unser Leader zurückgekehrt. Und als der Leader zurückgekehrt sind, sind natürlich auch alle komischen Kreaturen, zum Beispiel ein Samuel, aus ihren Löchern zurückgekommen, um natürlich wieder in der Arenaleiter dumm rumzustehen und darauf zu warten, dass irgendwas passiert. Oha. Sandwirbel. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr Trainer Rot Sandwirbel liebt und wie sehr es noch mehr liebt, dass dumme Cool-Trainer unbedingt ihre eigenen Pokémon heilen müssen. Oh, sehen Sie, wie sehr Trainer Rot dieses Sandwirbel liebt? So sehr, dass es in Worte gar nicht zu fassen ist. Aber das ist gut, denn Trainer Rot spricht niemals. Eine gewagte Taktik, auf deine Mutter zu wechseln. Aber Surfer sollte diesem Stück Mist den Rest geben. Man glaubt es kaum, es ist super effektiv. Nidorino, glaubt er wirklich, dass er damit etwas ausrichten könnte gegen Arktos, eines der drei legendären Pokémon? Vogel-Pokémon. Von denen es nur ein einziges auf der Welt gibt, das irgendein dahergelaufener 10-jähriger Junge gefangen hat? Ja, meine Damen und Herren, dieses Spiel macht Sinn. Und Trainer Rot wird auch aus diesem verfickten Rihorn die Scheiße rausfrieren. Man glaubt es kaum, aber Steine können frieren. Und darum ist das auch logischerweise super effektiv. Jetzt mal ein bisschen Leerlauf in diesem Spiel, in diesem Kampf. Es ist so, als würde Trainer Rot diesen Kampf dominieren, den Gegner an die Wand spielen. Jetzt holt aus, Arktos aus zum Schuss. Und der Ball senkt sich und Tor! Tor! 5-0 für Rot. Das Spiel ist entschieden, das Spiel ist aus, aus, aus. Ich wurde geschlagen. Cool, Trainer Samuel kann es nicht fassen, dass er geschlagen wurde, nachdem seine Siegesserie von 0 Kämpfen in Folge zunichte gemacht wurde. Und Trainer Rot hat sich bis zum Arenaleiter vorgekämpft. Und Trainer Rot schaut mal kurz auf die Uhr, ob er noch Zeit dafür hat. Nein, liebe Leute, es ist vorbei mit dieser Folge von Pokémon Nuzlocke. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt: Wer ist dieser mysteriöse Mann, vor dem Rot steht? Also, meine Freunde, ciao bis dahin.